Herzlich willkommen zur weiteren Folge mit Karte in Thüringen. Wir machen heute noch ein bisschen Mais. Leider ist es noch mit Mais, also es dauert noch eine Weile. Aber dann ist es mit dem Silo auch voll, ist nachher auch fertig. Ich wollte schon mal allen Danke sagen, die mir fleißig zugeschaut haben und mal geliked haben, mal kommentiert haben. Ihr dürft schon Wünsche äußern oder Anregungen geben oder Kritik. Das ist alles erwünscht. Wenn jemand einen guten Tipp hat, bin ich gerne bereit, darauf einzugehen. Denn das soll ja allen Spaß machen. Ne? Vielleicht habt ihr eine oder andere vielleicht guten Ratschlag. Hinweis, guten Mods oder so. Kann man ja immer sich gerne anschauen. Was ich hier noch machen wollte, ist, ich wollte hier Licht hinbauen. Ich hätte nicht aufmachen dürfen. Das ist wieder blöd. So. Bevor die Nacht kommt. Wir hatten hier Lampen gehabt bei Deko. Habe ich die hier nicht drin? Oder bei Diverses? Das waren Windmühlen. Ich habe viele Lampen. Aber die guten Lampen waren nicht dabei. Da gab es noch was Besseres, glaube ich. Denn was ich nicht mag, ist dunkel ist. Das ist aber ärgerlich. Da geht's und auch. Oh. Weil die Geräte, Maschinen haben im Grunde immer schlechtes Licht. Und ich sage mal, wenn ich gut arbeiten soll, muss er gut Licht haben. Da soll es beim Licht nicht scheitern. So. Natürlich soll es auch nicht im Weg stehen. Da werden die Fahrer nicht Mist machen. Dann soll es nicht einer sagen können, sie haben nicht gesehen. Das ist unsere Gülle hier. Noch gar nicht gucken, wie da drin ist, aber dann kann man erst sehen, wenn man mit dem Gerät ranfährt. Also aktuell habe ich keinen Güllewagen. Habe ich auch zurzeit nicht vor zu kaufen, weil letztendlich. Wir haben eh kein Geld oder so, zu wenig jedenfalls. Da müssen wir immer sehen, dass wir was verdienen, ne? Sonst kommt hier noch Zwickert hier raus aus Schulden. So, da haben wir jetzt auch Licht. Dann machen wir uns hier vorne auch noch ein Licht am Feldrand. Aber nicht so dicht am Feldrand. Oder hier, das geht. Denn am Feldrand ist ungünstig, in Anführungszeichen. Weil wenn die Maschinen mal wenden und die fahren da mitten rein, das ist mal blöd, wenn man sich die Arbeit selbst schwer macht, ne? So, soll ich hier noch ein bisschen drehen in der anderen Richtung. Hier auch nicht so dicht dran, das ist mal ungünstig. So, da haben wir alles genug. Jetzt wollen die Brüder nicht mehr arbeiten. Und jetzt haben wir genug Licht. Wieso wollen die jetzt nicht arbeiten? Was los? Ah, jetzt.
Das geht nicht. So, haben wir heute mal nicht gemacht, ne? Machen wir was anderes, ne? So, was haben wir jetzt? Achso. Müssen wir wieder anschalten. Das hätte ich vorhin gesagt. Mist, ausgemacht. Aber so ist das, ne? Da muss man voll in Gedanken. Obwohl, es geht ja auch schnell anzumachen, das ist ja Problem. Muss halt nur jeden extra nehmen, ne? Das ist halt ungünstig, aber gut. Dann ist halt kein Original, ne? Und ich wüsste auch nicht, ob sowas auch ein Original geben würde. Keine Ahnung. Ich hab's noch nicht gesehen. Schön verteilt, schön verteilt. Blocking. Noch wieder. Aber der Punkt steht sicherlich. Das war Blocking ein bisschen ungünstig gewählt. Wenn es wirklich Probleme geben würde, dann wäre es gut, wenn es anders heißen würde. Seine, er muss immer nach Pause wegen. Oder muss warten, Kitter oder so, keine Ahnung. Was besser wäre. Liegt aber nicht an Kursfeld, sondern an einem anderen Programm. Ich glaube, Happy Loser. Aber das Mod, wo dieser Mod rauskam, der kam gleich zum Anfang, dieser Inspector-Mod. Auch gleich Licht gemacht, bevor nachts wieder die Abzüge kommen. Kreditzinsen, die Mietkosten, oh nee, daran darf ich nicht denken. So, mal kurz die Folgen zählen, ich glaube 1, 2, 3, 4. 8, 9. Die 9. Folge jetzt. Fragt mich nicht, welchen Tag das ist. Ich weiß nur, dass ich Freitag wieder was machen darf. Wo der noch eine Zeit, ne? Wie gesagt, heute ist Dienstag und für mich ist das gefühlsmäßig und was ich wo. Ups, so. Da hat irgendwas gehackt. Ja, mit den Feiertagen, das ist immer ein bisschen, ja, nicht blöd, aber halt, man kommt durcheinander, ne? Der gewohnte Rhythmus wird gestört. So, sagen wir mal links verteilen. Wo steckt der jetzt fest? Am Wänden garantiert. Ah, das klappt. Wie gesagt, das Wenden ist immer ein Problem. Muss ich halt Felder nehmen, die ein bisschen anders geformt sind. Ist zwar weiter weg. Was ja immer ungünstig ist, in Anführungszeichen, wenn die weit fahren müssen. Aber ich denke mal, wenn wir das nächste Mal die Hänger gekauft haben. Oder ähnliche Hänger. Also das ist nun egal. Die Hänger erfüllen alle ihre Funktionen hier. Gut, die Lastwagenhänger von die für die Straße gedacht sind, natürlich nicht, aber die für Feld kannst du alle nehmen.
Ich weiß, bei uns früher die Hänger, die hatten Funktion seitlich abkippen. Das ist im Grunde nicht verkehrt, weil dann fährst du rein und kippst mal seitlich ab. Und dann brauchst du mal nicht verteilen. Wie gesagt, wenn die Fahrer das entsprechend schnallen, ne? Ja, hier wechseln wir vor und rückwärts. unauffällig folgen. Und langsam folgen. Dass du den Scheiß da hinten abkippst. Aber da kippen am besten alles. Macht er nicht. Wie gesagt, wenn der Punkt erreicht ist, wo er nicht mehr abkippen kann, dann ist Schluss lustig. Es wird dunkel in Thüringen. Aber ich denke mal, wir können auch 30 gehen her ab 10, weil es so egal ist, wir kriegen ja wieder Regen, laut Vorhersage. Und wie gesagt, wir werden hier flügen und dann später die Aussaat vorbereiten. Gras können wir schon einsehen, das kann man zu jeder Zeit machen. Alles andere Getreide würde ich noch warten und um Sonnenblumen kommt irgendwann früher erst dran. Und Raps würde ich auch im Herbst warten. Mal schauen, wie der Winter wird, ne? Hier in Thüringen normalerweise. Die Thüringen ein bisschen höher gelegen, vom, also nicht überall, aber fast überall. Und da ist doch eher etwas kälter als im reinen Flachland. Obwohl Tallagen kann im Winter durch Invasionsweitlage auch entsprechend kalt werden. Wenn die Bedingungen passen, sogar extrem kalt. Muss aber alles stimmen. Müssen wir aufpassen, wenn die mir sagen, der Monat war zu warm. Das erzählen sie dir jeden Tag. Und wenn der Monat mal zu kalt war, außer der Reihe gefallen ist, dann wird es meistens nicht mehr erwähnt. Dann passt das nicht in den Ding rein, was die gerne haben möchten. Denn letztes Jahr war es auch so, da war Januar, Februar war eigentlich hier zu kalt vom Durchschnitt her, also war man eher Richtung normal, also im Prinzip war es zu kalt und das erzählt heute kein Mensch mehr. Dass der Sommer zu weiß, zu trocken war, ja gut, kann ich so bestätigen, aber hier in der Ecke war es zum Teil so, da war es, die Felder waren nicht betrocknet, also nicht so wie das Jahr davor. So. Viel Mais. Schon die Spitze erreicht hier oben. Wahnsinn. Wo wir angefangen haben, war fast nichts. Oh, der Marsch steht auch an. Immer sobald wir die Ernte da erledigt haben, also die andere Ernte. Da haben wir Silos gesetzt, genau in der BGH.
Aber da machen wir auch gerade viele, viele Ballen. Also beides nebenbei. Da muss ich auch überlegen, ob ich da entsprechend auf die Felder ein bisschen wechsle. Weil im Prinzip Rüben und Kartoffeln sind nicht der Renner, sag mal so. So, ein bisschen rüberschieben die Chose. So, jetzt haben wir 10 Uhr, gehen wir auf ja, 30. Ein bisschen vorankommen. Der meldet sowieso wieder Regen an heute Nacht. Beziehungsweise morgen früh. Na, blockt da irgendwas? Meckert der? Zwei Meckere, Heini. Wollen wir gleich mal schauen. Wollen wir erstmal diesen spitzen Teil hier wegkriegen. Ah, läuft wieder, gut. Gerade das beim Wenden ist immer so, wenn der Exer sich dreht in die nächste Bahn, dann ist meistens der Abfahrer überfordert, der tut sich dran. Und der ist aktuell. Das funktioniert aktuell nicht. Wir mal da hingehen. Fahren wir mal runter. Gehen wir mal Licht an. Nichts machen können. So. Schauen wir mal gleich. Ich hab euch lieb. Das lief auch so lange gut, ne? So, Lüthau, das soll es vor dir gewesen sein mit der Aktion hier. Dann sag ich mal Tschüss. Und ciao, ciao. Und Winke, Winke. Und hört und sieht sich vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss!